war. Also, einiges dabei, auch bei Julian Nagelsmann. Schön, dass Sie mit dabei sind hier bei Sky Sport News an diesem Montag, wo wir natürlich viel auf dem Zettel haben. Finale der Handballsaison beispielsweise, Wimbledon, Vorbereitungen auf Tokio und. Und natürlich auch die Europameisterschaft, klar, wollen wir nicht vergessen. Ne? Morgen Abend, 18 Uhr, Wembley, geht es gegen die Three Lions. Und dann gucken wir mal auf Leroy Sané. Nach seinen bislang gezeigten Leistungen beim Turnier steht er in der Kritik. Und auch bei den Bayern hat er in seiner Saison ja nicht wirklich gut begeistern können. Deswegen gibt es jetzt von Hasan Salihamidžić eine Forderung in Sachen, bitte schön, Leistung nach vorne bringen. Ich habe großes Vertrauen in ihn, sagt der Sportvorstand, auch wenn er eine andere Art als andere Spieler hat. Er steht allerdings auch vor einem Jahr der Wahrheit und er wird dafür von uns allen jede Unterstützung erfahren. Also Unterstützung mangelt sicherlich nicht für die deutsche Fußballnationalmannschaft, aber trotzdem war die Leistung nicht immer das, was man sich so vorgestellt hatte. Klar, ein tolles Spiel gab es gegen Portugal, dann wieder Rückwurf auf den Boden der Tatsachen, dann beim 2:2 gegen Ungarn. Deswegen lässt sich schwer die Frage beantworten, wie weit ist diese Mannschaft eigentlich vor dem Achtelfinale in Wembley? Drei Spiele, drei unterschiedliche Gesichter. Und jetzt geht's nach Wembley. Nur selten fiel es schwerer, das Leistungspotenzial der DFB-Elf verlässlich einzuschätzen. Wir sind sicherlich nicht so auf den Kopf gefallen, dass wir sagen, wir haben jetzt alles perfekt gemacht. Aber wir sind in der, zumindest wurde das von allen Blättern so betitelt, der schwierigsten Gruppe der EM-Vorrunde als Zweiter weitergekommen. Das ist meiner Meinung nach erstmal eine gute Ausgangslage. Wir spielen jetzt gegen England, müssen uns da wieder beweisen. Gegen Frankreich war Wille erkennbar, gegen Portugal Spielfreude. Gegen Ungarn von beidem nur wenig. Womit ich dann immer so ein bisschen das Problem habe, ist, dass wir nach dem Portugal-Spiel irgendwie so die Helden der Nation sind und dann vier Tage später nach Ungarn dann irgendwie die Gurken der Nation. Und dieser Kontrast, der ist mir ein bisschen zu groß. Robin Gosens weiß, wovon er spricht. In allen drei Vorrundenspielen stand der Italien-Legionär in der Startelf und zeigte dort die ganze Bandbreite an unterschiedlichen Leistungen. Von Man of the Match bis unscheinbar. Nicht immer einfach, mit dem daraus resultierenden Echo umzugehen. Es hilft mir sicherlich, dass ich dann eine gewisse Art von Reflexionsfähigkeit habe und weiß, okay, ich weiß, was ich bringen kann, ich weiß, was mein eigener Anspruch ist und ich weiß, wann ich ein gutes Spiel gemacht habe. Und ich lasse mir dann nicht einreden, dass ich nur und dann ein gutes Spiel gemacht habe, wenn ich ein Tor mache oder mindestens zwei Assists abliefere. Am Ende zählt der Erfolg der Mannschaft. Dazu muss am Dienstag wieder jeder sein Siegergesicht zeigen. Dann wäre das Spiel gegen England möglicherweise auch nicht das letzte in Wembley. Abschlusstraining für das Match in Wembley, heute natürlich in Herzogenaurach. Das heißt, natürlich ist diesmal einfach so, weil sie nicht in Wembley trainieren sollten. Aufgrund des Rasens, der würde zu sehr in Mitleidenschaft gezogen werden, haben sich alles mitbekommen, haben wir davon berichtet hier bei Sky Sport News. Marc Behrenbeck ist für uns vor Ort und war vor allem auch dabei bei diesem Training. Große Frage war ja hinter zwei Personalien. Ne? Große Fragezeichen an Toni Rüdiger und Ilkay Gündoğan. Waren die dabei? Ja, und leichte Entwarnung. Beide waren mit dabei, beide haben trainiert und auch, bis wir runter mussten, ja, so circa 15, 20 Minuten nach Beginn des Trainings dann auch mittrainiert, auch am Ball. Natürlich die intensiveren Übungen kommen dann erst, wenn wir runter sind, auch die taktische Einheit. Und da konnten wir dann nicht mehr mit drauf schauen. Aber die beiden waren heute, nachdem sie gestern das Mannschaftstraining verpasst haben, wieder mit dabei. Und das ist natürlich ein positives Zeichen. Abschlusstraining ja immer so ein bisschen das, was man absolvieren sollte, um von Beginn an zu spielen. Alles andere ist sehr selten der Fall, dass jemand spielt, ohne heute fit zu sein. Aber das letzte Update wird dann entweder von uns recherchiert oder eben auch von Joachim Löw gegeben, heute Abend auf der Pressekonferenz, ob es für beide reicht. Bei Toni Rüdiger ja noch ein bisschen wichtiger, denn er war einer der Faktoren hinten in der Dreierkette. Wie war allgemein dein Eindruck von der Einstellung auch gerade, von der Bissigkeit, von der Griffigkeit bei der deutschen Mannschaft bei diesem Training? Ja, ist schwer zu beurteilen. Das waren ja die ersten Minuten, wo auch ein bisschen dann locker gemacht wird. Aber es war jetzt zumindest nicht die ganz große Anspannung oder die Gier zu spüren. Wir wollen es auch nicht überinterpretieren, ja, weil genau was jetzt gerade passiert, ist entscheidend. Aber natürlich muss man das in die Mannschaft reinkriegen. Warum? Weil man eben nicht in Wembley trainiert, weil man eben nicht am Match der minus eins jetzt schon so dieses Kribbeln hat. Es geht zum Achtelfinale. Und genau das hier zu kreieren in Herzogenaurach, Sonne scheint, man ist in der fränkischen Provinz.
Provinz. Ja, und da ist das nicht ganz so einfach. Und das muss klappen. Joachim Löw hat es ja vor dem Ungarn-Spiel versucht mit einer ein bisschen emotionaleren Ansprache. Mal schauen, wie er es jetzt versucht. Ich hoffe dann, dass spätestens, wenn es in den Flieger geht, heute Nachmittag, dann ja zumindest das Kribbeln da ist bei den Jungs. Sean Pickford hat ja bislang das Glück gehabt, oder das Können, lasse ich jetzt mal dahingestellt sein, auf jeden Fall nicht einmal hinter sich greifen zu müssen, musste noch keinen Ball aus dem Tor fischen. Gelingt der deutschen Mannschaft dann möglicherweise der Premieren-Gegentreffer für Pickford? Ja klar, positiv denken und am besten Serge Gnabry, der auch noch auf sein Tor wartet und der gestern auf der PK war und da hat man schon gemerkt, dass es an ihm knabbert, dass er seine tolle Quote, die er bisher ja in der Nationalmannschaft hatte, nicht fortführen kann und als Stürmer und er spielt ja einfach auch den Neuner. Ist ja nicht so, dass er Außenstürmer ist, auch wenn er immer mal wieder rüber wechselt und man sehr fluide agiert, aber trotzdem als Neuner sollte man dann bei einer Top-Nation auch ein Tor schießen und daran wird man irgendwann auch gemessen und das zeigt einfach, dass er auch noch nicht im Turnier drin ist und auch keine richtig guten Leistungen bisher gezeigt hat, gerade jetzt auch im letzten Spiel. Wir gönnen den Deutschen natürlich ein Tor gegen Jordan Pickford und ich würde mich freuen, wenn es Serge Gnabry macht. Ja, oder ich glaube auch, wenn Leon Goretzka es machen würde, würden wir uns auch genauso freuen. Vermutlich, wie siehst du ihn? Ist er alternativlos für die Startformation? Für mich ja, weil man genau dieses Element braucht. Aber es gibt natürlich auch Gegenargumente. Ich finde, dass diese Dynamik ganz wichtig ist für solche Spiele. Andererseits kann man sagen, von der Bank hat er eben genau das reingebracht, als die deutsche Mannschaft diese Dynamik gebraucht hat. Und die Frage ist, wie so ein Spiel morgen auch anläuft. Wie ist die erste halbe Stunde? Ist es ein Abtasten? Ist es ein offenes Visier? Glaube ich eher nicht, sondern es ist wahrscheinlich kompakt stehen, bloß nicht. Und für die deutsche Mannschaft schon wieder in Rückstand geraten, weil das muss man endlich mal jetzt auch abstellen, dass man im Rückstand hinterherläuft. Und ich glaube, dafür ist die Kompaktheit eben ganz, ganz wichtig. Und dann könnte man schon auch den Gedanken haben, Leon Goretzka von der Bank kommen zu lassen. Ich fände es falsch, weil er einfach auch, glaube ich, fit ist und erwartet, dass er spielt und auch über 90 Minuten diese Dynamik bringen kann. Und die deutsche Mannschaft muss irgendwo auch das Spiel versuchen, ein Stück weit an sich zu reißen, weil alles andere wäre dann, glaube ich, schwierig, viele Chancen zu kreieren. Ja, und ganz ehrlich, ich glaube, ich spreche dafür viele deutsche Fußballfans. Diese Rückstände sind auch nicht gut fürs Nervenkostüm letztendlich zu Hause dann, egal wo man gerade schaut. Das ist ganz schön anstrengend. Dankeschön, Marc Bärenbeck, für uns vor Ort im Trainingslager in Herzogenaurach. Danke, Marc. Und mehr natürlich dann von und mit Marc Bärenbeck und allem rund um die Nationalmannschaft gibt es dann wieder bei Wembley Calling heute am späten Nachmittag 17 Uhr hier bei Sky Sport News. Ja, und dieses Duell natürlich Three Lions gegen deutsche Nationalmannschaft, da gibt es so viele Geschichten. 66 natürlich Wembley oder auch Halbfinale mit Elfmeterschießen. 96 fällt einem da ein, 90 fällt einem da ein. Also es gibt viele, viele Highlights. Wir waren im Deutschen Fußballmuseum unterwegs und haben ein paar große Momente rausgesucht. Diesmal geht es um 1920. Das ist ein Neuzugang, den wir begrüßen können, der Finalschuh und der Schuh von Günter Netzer, den er in dem legendären Spiel in Wembley 1972 anhatte. Das war die erste deutsche Nationalmannschaft, die jemals in Wembley bis dato gewinnen konnte. Und es war vielleicht auch eines der besten Spiele einer Nationalmannschaft ever. Und darum haben wir diesen Schuh hier auch noch mal besonders gewürdigt. In diesem Spiel kamen auch diese vielen Metapher für Günter Netzer. Er kam aus der Tiefe des Raumes. Die Feuilletonisten haben sich ja da überschlagen mit Lobeshymnen auf Günter Netzer. Das war der Durchbruch auch bei dieser Europameisterschaft. Deutschland stand im Viertelfinale gegen England, hat zum ersten Mal in Wembley gewinnen können und qualifizierte sich dann auch für die Endrunde. Damals wurde das Turnier erst ab dem Halbfinale gespielt. Deutschland bekanntermaßen zog dann ins Endspiel ein und konnte dann die UdSSR mit 3:0 auch besiegen. Und das hat alles seinen Lauf eigentlich mit diesem Spiel gegeben, wo sich die Nationalmannschaft auch an Selbstvertrauen sich erspielt hatte und eine Nationalmannschaft gefunden hat mit der Achse Franz Beckenbauer, Günter Netzer in der Zentralen, die einfach überragend war.